Ja, einen schönen guten Nachmittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich würde furchtbar gerne anschließen können an das, was du vorgetragen hast, und eine Zeit ansprechen, die nach dem Krieg herrscht. Das kann ich leider nicht. Ich kann nur die Zeit ansprechen im Krieg oder kurz vor dem Krieg. Ich kann also nur die Frage stellen, wie kommt es, dass Syrien ein solch zerstörtes Land ist? Ein so zerstörtes Land, dass heute das Land ein Viertel weniger Einwohner hat. Das heißt, dass innerhalb von 5 Jahren ein Viertel bis mehr als ein Viertel der Bevölkerung das Land verlassen hat. Das müssen Sie sich vorstellen, als ob die Schweiz innerhalb von 5 Jahren ein Viertel seiner Bevölkerung, ihrer Bevölkerung verlöre. Was passiert dann mit einem Land, wenn so viele Menschen weg sind? Was passiert mit den Menschen, die weggehen? Haben Sie je die Hoffnung, wieder zurückzukehren in ein Land, das nicht mehr zerstört ist, sondern wieder aufgebaut werden kann? Was sind die Bedingungen für den Wiederaufbau? Um das verstehen zu können, glaube ich, ist es notwendig, sich noch ein wenig nochmal mit der Konfliktlandschaft in Syrien selbst zu befassen und zu schauen, wie sich die Situation in der Kampfsituation heute in Syrien darstellt. Und ich lade Sie ein wenig in diesen tristen Alltag des Krieges Syriens mit einzusteigen. Ich möchte aber auch gleichzeitig mit einem Problem beginnen, ein Problem, das Mirko Novak schon angesprochen hatte, nämlich die Frage der Aufmerksamkeit. Wieso gelingt es dem sogenannten Islamischen Staat eigentlich, eine solche Aufmerksamkeit zu gewinnen? Das Schweizer Fernsehen produziert sehr gerne Landkarten, in denen also die Machtbereiche dargestellt werden, wie sie sich heute in Syrien darstellen. Und Sie sehen jetzt hier eine Projektion des sogenannten Islamischen Staates in Syrien, grau eingetragen. Die Farbe vom Islamischen Staat schwankt immer auf den Karten ein wenig zwischen Schwarz und Grau. Jetzt bei mir mal grau. Und daran können Sie erkennen, dass der Islamische Staat immerhin doch 18% des syrischen Territoriums beherrschen würde. Das ist eine Menge, das ist mehr als das Regime beherrscht, das Regime, das nur noch 16% des Territoriums umfasst. Eine Gemeinschaft, die vielleicht 50.000 bis 80.000 Kämpfer umfasst, kontrolliert also eine Region, in der 5 bis 8 Millionen Menschen leben. Das ist klar, dass die Aufmerksamkeit da auf den Islamischen Staat so gerichtet ist und auch angesichts der Gräueltaten, die der Islamische Staat vollzieht, nicht nur an den Kulturgütern, sondern vor allen Dingen auch an Menschen. Erscheint es sinnvoll, auf diesen Islamischen Staat zu schauen, und doch ist der Islamische Staat nicht das Zentrum des Konfliktes in Syrien. Er ist jemand, der den Konflikt ausnutzt, der den bestehenden Generalkonflikt, den wir in Syrien haben, der sich über die letzten 5, 6 Jahre entwickelt hatte, zu eigen gemacht hat, ihn neu umdeutete und der Weltöffentlichkeit dann als sein Konfliktfeld präsentiert. Und die Ereignisse in Paris, aber auch in Tunis und in anderen Städten dieser Welt zeigt, dass der Islamische Staat eigentlich gar nicht allein auf Syrien projiziert sein möchte. Er möchte nicht nur Syrien sein, er möchte nicht nur das Euphratbecken beherrschen, sondern er möchte offensichtlich noch etwas anderes. Kein Wunder, dass da also der Blick so stark auf den Islamischen Staat ausgerichtet ist. Hingegen, wenn wir uns anschauen, wie die kriegszerstörten Gebiete in Syrien lokalisiert sind, so sehen wir, dass der Islamische Staat eigentlich nicht das Gebiet ist, in dem die meisten Kriegszerstörungen stattgefunden haben, sondern Sie sehen hier grau schraffiert eingetragen die Regionen, die meist unter den Kriegsfolgen bislang zu leiden gehabt haben. Es sind die Regionen im Nordwesten des Landes, vor allen Dingen im Süden des Landes, aber dann auch an der Grenze zum Libanon. Also Regionen, wo der Islamische Staat relativ wenig zu sagen hat, sondern wo offensichtlich ein Kampfgeschehen stattfindet, das noch dem alten grundsätzlichen Konfliktmuster in Syrien folgt, nämlich dem Konflikt zwischen dem Regime in Damaskus auf der einen Seite und denjenigen, die dieses Regime nicht haben wollen, wer immer das auch ist. Also der sogenannten Opposition. Und das heißt, wir haben in Syrien immer noch, auch heute, im Kern einen Konflikt, der nicht vom Islamischen Staat dominiert wird, sondern einen Konflikt, der noch aus der alten Zeit des arabischen Frühlings stammt. Die Folgen dieses Krieges bisher sind horrend. Wir haben bis über 300.000, wahrscheinlich über 300.000 Tote zu beklagen in diesem Land innerhalb von 5 Jahren, 4,5 Jahren. 130.000 Menschen sind verschwunden oder wurden verschleppt. 4 bis 5 Millionen Menschen sind geflohen, aus dem Land geflohen. 7 bis 8 Millionen Menschen sind innerhalb Syriens auf der Flucht. Das heißt, wohnen dann irgendwo, nur nicht mehr in ihren Heimatstädten und Heimatorten. 50% der syrischen Bevölkerung ist unmittelbar Opfer des Krieges in irgendeiner Art und Weise.
Die Opferzahlen sind dreifach so hoch im Verhältnis zur Bevölkerung verglichen etwa mit dem Kriegen im Libanon über 15, 16 Jahre hinweg oder Jugoslawien von 1991 bis zum Jahr 2000. Also wir haben es mit einem immensen Kriegsgeschehen zu tun, das über das hinausgeht, was in den letzten Jahrzehnten, wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg, überhaupt in Erfahrung gebracht worden ist, vielleicht der Vietnamkrieg als Ausnahme davon abgesehen. 4 Jahre Krieg in Syrien oder 4,5 Jahre Krieg in Syrien soll bedeuten, sich nochmal daran zu erinnern, wodurch dieser Krieg eigentlich entstand. Und wie oft im historischen Geschehen ist es kein Geschehen, das darauf beruht, dass sich gleich von Anfang an zwei große Kriegsparteien gegenüberstanden, dass sozusagen der Bürgerkrieg ausgerufen worden ist zwischen jemandem, der sich als Machthaber verstand, und einer Bevölkerung oder einer Gruppe der Bevölkerung, die diesen Machthaber loswerden wollte. Ausgangspunkt waren ganz alltägliche Geschehnisse, beispielsweise der Selbstverbrennungsversuch von Hassan Ali Akleh in Al-Hasaka, in dem kurdischen Gebiet. Oder der Versuch, eine kleine Demonstration zu machen, als ein Ladenbesitzer in Damaskus von der Polizei misshandelt und verprügelt wurde, wo zum ersten Mal dann auch die Parole ausgerufen wurde, das syrische Volk lässt sich nicht erniedrigen. Da war sozusagen der erste kleine Punkt, der mit diesem späteren Aufstand verbunden gewesen ist. Aber, und das ist ein Problem in Syrien gewesen, die großen Demonstrationen in der Stadt, die wir aus Kairo oder aus Tunis oder vielleicht sogar aus Bahrain in Manama kennen, haben sich so in Syrien nicht entfalten können. Die Hauptstadt Damaskus selbst war nie der große Ort der Revolte, sondern es waren vor allen Dingen die autonomen kleinen Kommunen außerhalb der Hauptstadtregion, die die Träger der Revolte sein sollten. Und das zeigte sich am 3. März 2011 bei einer Massendemonstration in Dera im Süden des Landes, wo wahrscheinlich zwischen 75.000 und 300.000 Teilnehmer in einem kleinen Städtchen, das nur wie viele Einwohner hat, 20.000 Einwohner hat, sich versammelten, also außerhalb, sich sozusagen in diesem kleinen Städtchen zusammengefunden haben, aufgrund eines Vorfalls, wo 14 oder vielleicht 15 Schüler verhaftet, misshandelt und teilweise vergewaltigt wurden, die Slogans wie "Das Volk will den Sturz des Regimes" an Hausmauern gemalt hatten. Das war der eigentliche Beginn der Revolte an diesem Tag, weil sich damit zeigte, dass selbst das Pinseln von Parolen in Syrien dazu führen konnte, dass die Schülerinnen und Schüler dann von den Schergen des Regimes festgenommen worden sind. Erste großen Demonstrationen fanden dann im März und April statt. Demonstrationszüge begannen sich auch in Damaskus abzuzeichnen, aber Sie sehen, mehrere tausend Menschen demonstrieren in Damaskus und in Aleppo am 15. und 16. März 2011. Das ist für eine Stadt, die 2 Millionen Einwohner hat, nicht viel. Das heißt, in den Metropolen selbst war der Widerstand gegen das Regime offensichtlich nicht so stark in den gesellschaftlichen Milieus verankert wie in der Provinz. In der Provinz hingegen beginnt sehr bald schon der Versuch, so etwas wie Unabhängigkeit von dem Regime zu entwickeln, vor allen Dingen in Städten wie Homs, Hama, dann gerade Dera, das regelrecht vom Militär des syrischen Regimes belagert worden ist, ohne dass sich die Bevölkerung Dera überhaupt bewaffnet hätte. Angesichts dieser ungeheuren Repression, die kleinen Demonstrationen und Verhältnis zur Bevölkerung waren die Demonstrationen in Syrien sehr klein, bis auf Dera, angesichts der Repression des Regimes sagten sich nun die Kommunen in Syrien mehr und mehr von dem zentralen Regime los. Und das ist sicherlich etwas, was Syrien bis heute ausweist. Es gibt in Syrien eben keine solch starke zentralistische Organisation, die einen Entscheidungskampf an einem Ort herbeiführen könnte. Das heißt, die Rebellen können nicht Damaskus erobern und haben dann mit Eroberung Damaskus Syrien in der Hand. Also das alte maoistische Prinzip, es gilt, das Hauptquartier zu erobern, ist für Syrien nicht umsetzbar. Die Rebellen sind darauf festgelegt, einzelne Kommunen zu erobern, einzelne Kommunen zu besetzen, und von denen gibt es in Syrien etwa 350. Das heißt also, sie haben 350 verschiedene kleine Kampforte und Kampfgebiete, in denen sich dann auch die Hegemonie verschiedener Gruppen durchsetzen kann oder durchsetzen soll. Ab Juni 2011 beginnt dann der zivile Protest militärisch zu werden. Die Militarisierung führt zu der Gründung der Freien Syrischen Armee durch Deserteure aus der regulären syrischen Armee, und die Loslösung der Kommunen, vor allen Dingen im Nordwesten des Landes, markiert den eigentlichen Beginn des Aufstandes in Syrien selbst.
Der Aufstand dehnt sich immer auf immer weitere Kommunen aus. Erste nicht auf die Kommunen allein bezogene Organisationsformen treten hervor, wie beispielsweise die Jubhat al-Nasr, also die später mit Al-Qaida verbundene islamistische Terrororganisation in Syrien selbst. Das Merkmal also der Auseinandersetzung in Syrien war, dass es sich hier um einen kommunalen Widerstand handelte und die Kommunen auch versuchten, zwar untereinander, miteinander in Kommunikation zu geraten, aber ein flächendeckendes territoriales Gefüge einer Opposition gegen das Regime konnte sich so in Syrien nicht ergeben, sondern was sich ergeben hat, war eine Vielzahl kommunaler Widerstandsformen und Widerstandsorganisationen im Land. Der Prozess, der in Syrien zugrunde liegt und der den Krieg bis heute mitbestimmt, ist die Tatsache, dass in Syrien selbst der arabische Frühling verbunden gewesen war mit der Hoffnung, dass in Syrien endlich so etwas wie eine Zivilgesellschaft entstehen könnte. Eine Bürgergesellschaft, in der öffentliche, intermediäre Institutionen existieren sollten, zwischen dem Staat, zwischen wirtschaftlichen und privaten Sphären, wo die Autonomie des Handelns einer Gemeinschaft in einer Gesellschaft anerkannt wurde, sprich eine freie Gesellschaft existierte, wo der Staat nicht derjenige ist, der die Gesellschaft definiert, sondern die Gesellschaft diejenige ist, die den Staat definiert. Das war die Hoffnung des arabischen Frühlings überhaupt und das war die Hoffnung auch des arabischen Frühlings in Syrien selbst. Anders als in Ländern wie in Tunesien oder teilweise ansatzweise in Ägypten, aber war offensichtlich die Reichweite dieser Erwartung in der Bevölkerung Syriens nicht besonders groß. Das heißt also, viele Menschen in Syrien selbst stimmten nicht dem Projekt Gesellschaft zu, sondern stimmten eher dem Projekt zu der Loslösung von dem Regime von Damaskus überhaupt. Weil das Regime in Damaskus selbst nichts anderes darstellte mehr als eine Ordnungsfunktion der Gesellschaft, wo die Zugehörigkeit des Staates primär definiert wird über die Institutionen, die der Staat anbot und wo man sich dann schon fragte, kann überhaupt der Staat für mich eine sinnvolle Erscheinung sein? Ich will das mal ein wenig kürzer fassen, als ich es gedacht habe. Syrien ist ein Land geworden durch die Baas-Partei, die dann den Staat kontrolliert hat, wo die Staatseliten eigentlich sagen können, sie brauchen die Bevölkerung nicht mehr. Und das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund dafür, weshalb sie heute eigentlich achselzuckend davor stehen, dass das Land seine Bevölkerung verliert. Denn dieses Regime in Syrien basiert auf der Herrschaft einer Staatselite, die selbst 75% des Bruttosozialproduktes kontrolliert. Das heißt also, 25% des Bruttosozialproduktes wird außerhalb der staatlichen Eliten produziert. Darauf kann das Regime verzichten. Also kann das Regime auch sagen, ja Leute, dann geht doch ruhig nach Europa, dann sollen doch die Europäer euch haben. Dann brauchen wir euch nicht mehr zu bezahlen, brauchen wir keine Renten mehr bezahlen, brauchen wir keine Versicherungssysteme mehr aufzubauen. Es ist billiger, wenn ihr geht für das Regime. Und Assad wurde einmal gefragt, brauchst du überhaupt noch deine Bevölkerung? Und er sagte, nein. Er braucht sie nicht. In der Tat, die Bevölkerung in Syrien ist überflüssig geworden, weil das Regime selbst nicht mehr mit der Bevölkerung in irgendeinem sinnvollen Zusammenhang stand. Das zeigt sich sehr schön auch an den wirtschaftlichen Prozessen, die vor und nach dem Beginn des sogenannten Bürgerkrieges in Syrien stattgefunden haben. In der Zeit zwischen 2008 und 2011, also 3 Jahre vor dem Krieg, brachen die Haushaltseinkommen regional verschieden in Syrien um bis zu 30 bis sogar 40% ein. Die Armutsrate sank also radikal, wurde erheblich höher, vor allen Dingen in den Provinzen, die heute die zentralen Provinzen des Aufstandes sind, des alten Aufstandes sind, nicht des islamischen Staatsgebietes, sondern das ist immer noch Dera im Süden und Idlib im Norden. Und das sind die beiden Regionen, die unter der Herrschaft Assad am meisten gelitten haben. Das heißt, sind nicht militärisch allein gelitten haben, sondern sie wurden tatsächlich ausgehungert. Das heißt, der Staat zog sich aus diesen Regionen zurück, stellte keine Renten mehr zur Verfügung, um die Krankenhäuser zu bezahlen oder die Straßen noch zu reparieren, die Stadtverwaltung zu finanzieren, die Elektrizität sicherzustellen. Alles Alltägliche, die alltägliche Lebensführung wurde vor allen Dingen in diesen beiden Regionen im Süden des Landes und im Nordwesten des Landes schier unmöglich. Und die Folge war, dass die Bevölkerung eigentlich keinen Sinn mehr gesehen hat in einem System, das sich Gesellschaft nannt, oder wo selbst das syrische Regime sagte, sowas wie Gesellschaft gibt es nicht, sondern es gibt nur den Staat und das Volk. Mehr gibt es nichts und nichts dazwischen. Eine freie Gesellschaft kann nicht existieren.
Und auch eine zivile Gesellschaft dürfe es aus der Perspektive des Regimes nicht geben. Das heißt, der Staat hat darauf verzichtet, diese Regionen weiter finanziell zu unterstützen. Und kein Wunder, dass sich dann dort vor allen Dingen die Aufstandsbewegung entwickeln sollte. Die Teilhabe am Arbeitsmarkt, die in Syrien eigentlich ein Zeichen dafür war, bislang war, dass das ein Land war, wo es eine relativ starke soziale Integration gegeben hat, sank schon ab 2001 permanent. Das heißt, immer weniger Menschen kamen in Lohn und Arbeit. Das betraf dann vor allen Dingen die Frauen, das heißt die Frauenarbeitslosigkeit wurde immer höher und immer größer. Alte Emanzipationsbestrebungen, die noch in den 80er und 90er Jahren entwickelt worden sind, wurden systematisch zurückgenommen, sodass das Regime sich immer mehr eingekapselt hat und in seinen Hochburgen, vor allen Dingen an der Westküste und in Damaskus selbst, konzentrierte. Ab 2008 beginnt dann im Grunde der Prozess des Auseinanderdriftens von Staat und Bevölkerung in Syrien zu greifen. Es zeigt sich sehr schön an der Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes im Verhältnis zu den Verbraucherpreisen. Wenn das nicht mehr gut funktioniert, wenn das Verhältnis nicht mehr funktioniert, dann haben wir es mit einer radikalen Verarmung zu tun. Und die Schere wird immer größer, die sich ab 2008 abzeichnet. Das heißt also, die Verbraucherpreise stiegen disproportional zum Anstieg des Bruttoinlandsproduktes. Und das hat letztendlich der Bevölkerung die Lebensgrundlage entzogen. Wenn Sie sich vorstellen, dass die Lebensgrundlage in Syrien sowieso auf einem relativ niedrigen Niveau angesiedelt gewesen ist. Der arabische Frühling in Syrien endete dann mit der Militarisierung des Widerstandes im Sommer 2011. Die Militanz tritt nun als Mittel der individuellen Selbstverteidigung in den Vordergrund. Und ich habe von vielen, vielen Syrern und auch Syrerinnen gehört, die dann das Gewehr in die Hand genommen haben. Warum nimmst du denn jetzt das Gewehr in die Hand? Willst du jetzt das Regime stürzen? Dann sagte er oder sagte sie, nein, das ist nicht die Absicht. Ich will einfach nur länger leben. Das war der einzige Punkt, weshalb die Bewaffnung stattgefunden hat in den Kommunen. Also nicht als Angriffsbewaffnung, sondern als Bewaffnung für die Tatsache zu sagen, also wenn ich jetzt eine Waffe in der Hand habe, habe ich zumindest die Möglichkeit, mich vor irgendwelchen widrigen Milizen individuell zu schützen. Nichtsdestotrotz, auf eine andere Möglichkeit, sich das Leben sicher zu sichern, war die Flucht. Und 35% der Bevölkerung floh aus dem Land und zerstörte damit natürlich gleichzeitig mit der Flucht die soziale Grundlage für die Entwicklung einer Zivilgesellschaft überhaupt. Und Mirko Novak hat das natürlich angesprochen. Das ist in der Tat so, dass etwa 60% der Flüchtlinge, die heute nach Europa kommen, der gebildeten Mittelschicht in Syrien angehören. Aber sie fehlt jetzt Syrien. Sie ist nicht mehr da. Und sie haben natürlich auch die Tatsache, dass die größten Flüchtlingsströme nach Jordanien und Libanon gehen. Und dort sind Menschen, die sich natürlich eine Flucht nach Europa nicht leisten können. Das heißt, denen fehlen die $200, um in die Türkei zu kommen. Die sind so arm, dass sie letztendlich auch sozusagen im Libanon und in Jordanien auf Dauer hängen bleiben werden. Das heißt, im Land fehlt auf der einen Seite die bürgerliche Elite, die das Land wieder aufbauen könnte. Und auf der anderen Seite verliert das Land sozusagen seine Armut, indem die armen Leute ebenfalls fliehen. Was in der Mitte bleibt, das ist das Regime selbst, das sich dann noch mit seinen eigenen Institutionen feiert, wobei aber die Grenzen des Feierns sehr schnell erreicht sind. Nur ein kleines Beispiel. Das Regime hat, um der Bevölkerung in seiner Hochburg in Tartus zu zeigen, dass es immer noch gut mit der lokalen Bevölkerung umzugehen versteht, ein großes Einkaufszentrum zur Verfügung gestellt, das größte in Syrien überhaupt, das in den letzten 2 Jahren gebaut worden ist. Und die Bevölkerung fand das auch ganz toll, dass sie jetzt ein riesen Einkaufszentrum in Tartus hatten mit allen Waren, die sie nur brauchen. Dort weiß man gar nicht, dass es einen Krieg gibt, bis auf die Familien, deren Söhne zum Militär gehen mussten und gepresst wurden und dann getötet wurden. Und dann gab es erstmals in Tartus auch ein Protest gegen das Regime von den Alawiten selbst, die gesagt haben, was sollen wir mit einem eigenen neuen Kaufhaus, wenn das Regime uns unsere eigenen Söhne wegnimmt und sie tötet. Das heißt also auch hier schwindet die Plausibilität des Regimes selbst. Und ich nehme an, das Regime hätte wahrscheinlich seine gesamte Plausibilität in den nächsten Monaten verloren, wenn nicht dank russischer Hilfe so eine Art von militärischer Restabilisierung stattgefunden hätte. Die Rebellenlandschaft in Syrien ist hochkomplex, von daher, weil eben es keine geschlossene Front gegen das Regime gibt,
sondern nur eine Vielzahl von Orientierungen gibt, die jeweils nach den verschiedenen sozialen Milieus und Kommunen, in denen dieser Widerstand organisiert wird, existieren. Und ich habe mal versucht, einfach nur quantitativ ein bisschen abzuschätzen, wie denn überhaupt die Repräsentanz, die Weltvorstellungen der Rebellen organisiert sind in Syrien selbst. In Syrien sind etwa 200.000 Rebellen unter Waffen, maximal 200.000. Die teilen sich etwa in 80 Gruppen in Syrien, das ist eine ganze Menge. Das heißt also, wir haben 200 Kommunen im Widerstand, die werden von 80 Gruppen mehr oder weniger kontrolliert. Die lassen sich aber eine gewisse Ordnung bringen, indem man sieht, noch heute sind 14% der Opposition in Syrien selbst deklarierte Säkularisten. Das heißt, sie deklarieren sich selbst als Säkularisten. Sie sagen, wir wollen eine Gesellschaft, die von der Religion unabhängig ist. Das können Christen, Muslime oder Ismailiten oder wer auch immer sein. Das sind sozusagen Akteure der Gesellschaft. Das sind die alten Repräsentanten, die vor allen Dingen aus den freien Berufen kamen, aus dem Militär kamen und teilweise auch aus den Schulen, Universitäten und Anwaltschaften kamen. Das ist der große Teil. Dann haben wir eine starke sogenannte islamisch-säkulare Haltung, Widerstandsgruppen, die das islamische Feld auch versuchen zu bestellen, aber es nur als Rechtfertigungsraum für die Durchsetzung einer modernen gesellschaftlichen Ordnung reklamieren. Das heißt sozusagen, der Werthintergrund wird islamisch begründet. Warum soll es Demokratie geben? Weil es die islamische Tradition will, dass es Demokratie gibt. Warum soll es Freiheit geben? Weil der Islam diese Freiheit begründet. Und so weiter. Das ist also ein ganz starker Grundteil. Und Sie sehen, dass hier etwa fast die Hälfte des Widerstandes in Syrien immer noch mit diesem säkularen Milieu ausgestaltet ist. Das heißt, unsere Auffassung, dass der syrische Widerstand völlig mit im islamischen Terrorismus versunken sei, so wie uns auch gerade die russische Propaganda es versucht darzustellen, erscheint zumindest an den Zahlen völlig unplausibel. Wir haben auch eine starke wertkonservative islamische Haltung der Muslimbrüder, die auch sich teilweise bewaffnet hat, aber deren Bewaffnungsgrad in Syrien relativ schwach ist, sondern noch gestützt durch die Türkei immer noch und durch Katar gestützt, auch existiert. Dann haben wir sogenannte islamisch-nationalistische Verbände, die eine starke, auf die Syrien bezogene Politik betreiben wollen, wo Syrien als islamischer Staat, aber Syrien als islamischer Staat definiert sein soll, ohne dass damit aber eine spezielle ideologische Position notiert wäre. Die uns jetzt vor allen Dingen Sorgen bereitenden Gemeinschaften, die beginnen dann blau und grün. Das heißt, das sind die sogenannten salafitischen oder ultraislamischen Bünde, die sich in dem Widerstand jetzt formieren und zunehmend an Deutungshoheit gewinnen. Darauf schauen wir ja auch und dies will ich auch abschließend noch mal ganz kurz ansprechen in der Sache. Die Machtbereiche über diese 350 syrischen Kommunen verteilt sich heute in Syrien doch ziemlich unterschiedlich. Und ich betrachte das lieber nach den Kommunen als nach territorialen Einheiten, weil die Grundlage Syriens eben eine kommunale Organisation ist und keine sozusagen kein französischer Nationalstaat ist in dem Sinne. Und Sie sehen hier an der Grafik, dass das Regime selbst etwa die Hälfte der Kommunen kontrolliert und die andere Hälfte der Kommunen wird von der Opposition kontrolliert und immer noch knapp ein Viertel untersteht der Kontrolle der sogenannten Freien Syrischen Armee und mit der Freien Syrischen Armee verbündeten Milizen. Das heißt, immer noch haben wir ein ganz starkes Feld, in dem der Widerstand drin ist, der die alten Ideale des Frühlings von 2011 repräsentiert. Der sollte sozusagen nicht vergessen werden, weil wir schauen natürlich immer mehr auf dieses orange markierte Feld des sogenannten Islamischen Staates, der auch durch seine mediale Repräsentation so viel Aufmerksamkeit und so viel Durchsetzungsgewalt bekommt, dass er tatsächlich auch seinen Machtbereich über einzelne Kommunen kann ausdehnen. Hier sehen Sie das 2014, 2015, der Machtzuwachs über die Kommunen beträgt 2%. Das heißt, er hat jetzt etwa 18 Kommunen unter Kontrolle und vor einiger Zeit waren es nur 14 Kommunen. Da ist also ein gewisser Expansionsgehalt ist da. Also lassen Sie sich nicht verwirren durch große Landkarten, wo der islamische Staat grau oder schwarz eingetragen ist und dann zur dominanten Widerstandsmacht in Syrien deklariert wird. Das stimmt aus der Perspektive der syrischen Bevölkerung so natürlich nicht. Und das sieht man auch, wenn wir uns die soziale Reichweite anschauen. Das heißt also, die Bevölkerung, die jetzt jeweils durch die entsprechenden Eliten oder Oppositionsgruppen kontrolliert werden. Und so fällt auf, die Freie Syrische Armee kontrolliert heute am meisten Teile der Bevölkerung immer noch.
Das ist die Freie Syrische Armee und nicht das Regime. Und das ist etwas, was völlig aus der Aufmerksamkeit verschwunden ist. Das heißt, die Freie Syrische Armee wäre eigentlich auch politisch gesehen der Partner, mit dem man in irgendeiner Art und Weise ins Benehmen kommen müsste, um zu schauen, wie denn jetzt die Anliegen nicht nur Kulturgüterschutz, sondern darüber hinausgehend auch Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat vollzogen werden kann. Dass die Freie Syrische Armee jetzt sozusagen aus der Perspektive völlig herausgefallen ist und die Amerikaner in erster Linie die kurdischen Milizen versuchen zu trainieren, das deutet darauf hin, dass der Islamische Staat hier eine Informationshegemonie erlangt hat. Eine Informationshegemonie, die gerade auch der Westen natürlich immer versucht, irgendwie zu bedienen. Und wenn die Informationshegemonie nicht ausreicht, wird ein Attentat in Paris gemacht und dann ist noch mehr Informationshegemonie da, weil dann noch mehr Aufmerksamkeit darauf ist. Und dann kann es passieren, dass das, was der Islamische Staat tatsächlich anstrebt, erreicht werden kann. Faktisch erleben wir in Syrien den Zerfall der Gesellschaft. Die Gesellschaft als normative Ordnung, die auf der Grundlage der Zustimmung der Mehrheit der Bevölkerung beruht, ist praktisch nicht mehr gegeben. Ich schätze, dass heute etwa nur noch 25% der Bevölkerung in Syrien zustimmend sagen würden, ja, wie sie möchten, in einer Gesellschaft leben. Stattdessen werden sogenannte konkurrierende soziale Vorstellungswelten viel, viel bestimmender, wo der Solidaritätstausch, der normalerweise in der Gesellschaft stattfindet und von dem Staat vermittelt wird, übergeht auf bestimmte neue Formen der Organisation, das sind Solidaritätsnetzwerke, sogenannte Bünde, Verwandtschaftsbünde, Stämme und eben auch Kommunen. Das heißt, wir haben eine neue soziale Organisationsform in diesem Krieg, wo die Gesellschaft als Raison, als Ziel praktisch nicht mehr da ist. Und das ist für mich eigentlich die pessimistischste Aussage. Wenn der Krieg nämlich vorbei ist, bedeutet das noch lange nicht, dass die lokalen Eliten bereit sind, so etwas wie eine Gesellschaft zu rekonstruieren und die Instrumente der sozialen Reintegration einer Gesellschaft mit auszugestalten. Ein zweites Problem, das ich gar nicht weiter ansprechen möchte, ist die Kombination dieser fehlenden Zustimmung zur Gesellschaft mit konfessionellen Identitäten, die plötzlich in Syrien wichtig wird. Das ist etwas, was wir auch aus dem Jugoslawienkrieg kennen, wo innerhalb von Wochen, innerhalb weniger Wochen ein Umschlagspunkt erreicht werden kann, wo plötzlich Religion einen semantischen, einen Bedeutungsgehalt bekommt, den es vorher im sozialen Zusammenleben nicht gehabt hat. Das heißt, innerhalb von kürzester Zeit können Nachbarschaften auseinanderfliegen, können selbst Familien auseinanderfliegen, nur deshalb, weil sie traditionell unterschiedlichen konfessionellen Ordnungen zugehörig sind. Und Sie sehen, in Syrien ist ein extrem komplexes Land, was diese Frage anbetrifft. 19 verschiedene sprachliche Traditionen, 21 religiöse Denominationen, wunderbar. Und diese Ordnung hat über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg funktioniert, aber jetzt funktioniert sie nicht mehr. Das bedeutet, dass offensichtlich der Faktor, mit dem die Bevölkerung zu einer Gesellschaft integriert wird, nicht mehr existiert. Und aus meiner Sicht gibt es dazu nur einen Schuldigen, das ist das Regime, das dazu beigetragen hat, dass es passiert ist. Und zum Schluss nochmal der Blick auf die islamischen Kampfbünde. Ich nenne sie eben ultra-islamische Kampfbünde, weil all die Klassifikationen nach Islamisten, Terroristen und so weiter ungeheuer schlecht funktioniert. Vielmehr ist auch aus der Perspektive eines muslimischen Akteurs es sinnvoll, den Geltungsanspruch des sogenannten Islamischen Staates und mit ihm verbundener anderer Gruppen wahrzunehmen. Und sie sehen diese als jenseits des Islam stehend und gleichzeitig den Islam übersteigernde Gemeinschaften an. Deshalb benutze ich hier den Begriff ultra-islamisch, um den Doppelsinn von ultra aufzugreifen. Hier ist Herrschaft nur noch als Zwang gedacht. Aber Syrien ist auch nur als Basis gedacht für eine als Apokalypse gedachte Zeit, also als eine Endzeit, die kommen wird, wo der Endkampf geführt wird, nicht gegen das Regime in Damaskus, sondern gegen die westliche Gesellschaft überhaupt. Das heißt, Syrien ist sowieso nicht der entscheidende Ort für den Islamischen Staat. Der Islamische Staat kann überall sein, muss nicht in Syrien alleine sein. Die territoriale Herrschaft des IS in Syrien hingegen zeichnet sich durch ein paar Elemente aus, die ich nochmal zusammenfassend benennen möchte. Das ist merkwürdigerweise das Euphratbecken, wo der Islamische Staat seine Machthoheit hat. Eine alte Siedlungseinheit, die erst durch die französische und englische Kolonialherrschaft gesprengt worden ist. Das heißt, hier macht sich auch der Islamische Staat einer alten Ordnung, territorialen Ordnung, machte sich zunutze, indem er sozusagen das Euphratbecken als das eigentliche Herrschaftsgebiet für sich selbst identifiziert. Dort leben 9 Millionen Menschen, etwa 50.000, ich lese aber auch 80.000 Kämpfer soll es geben. Der Islamische Staat sagt natürlich nie, wie viele er hat.
Er integriert seine Herrschaftsgewalt mit bestehenden vor allen Dingen Verwandtschaftsbünden, also sogenannten Stämmen oder anderen Formen von Solidaritätsnetzwerken, die sich jetzt in Konkurrenz zur Gesellschaft gebildet haben. Er übt seine Kontrolle aus über den Rohstoffhandel, vor allen Dingen über Wasser. Ich bin sehr froh gewesen, das endlich in der NZZ gelesen zu haben, dass das Wasser eine ungeheuer wichtige Rolle spielt. Denn, meine Damen und Herren, wo hat denn der Islamische Staat sein sogenanntes Hauptquartier oder noch? In Raqqa. Und wo liegt Raqqa? Am Tabqa-Damm. Und wo liegt, was ist der Tabqa-Damm? Das ist der Damm, der den größten Wasserreservoir in Syrien darstellt und womit Aleppo mit Wasser versorgt wird. Das heißt, in dem Moment, wo man den Damm kontrolliert und die drei Turbinen kontrolliert, die an diesem Damm existieren, kontrolliert man nicht nur den Wasserzulauf nach Aleppo, sondern kontrolliert auch die Elektrizität nach Aleppo und im Grunde sozusagen potenziell Nordsyrien. Und jetzt droht ja der Islamische Staat Aleppo das Wasser abzudrehen und damit zeigt der Islamische Staat, wo er eigentlich seine Macht hat, nämlich auf dieser Infrastrukturebene. Die Einnahmen durch Steuern und Abgaben, Zölle, Schmuggel, Menschenraub, was weiß ich, was es alles gibt, Transferleistungen und so weiter, sind erstaunlich hoch und garantieren eine gewisse Nachhaltigkeit der Ökonomie im Lande selbst. Man spricht ja davon, dass die Börsen, Geldbörsen des Islamischen Staates mit 1 bis 2 Milliarden US-Dollar relativ prall gefüllt seien. Allerdings kostet der Islamische Staat natürlich auch viel, etwa 15 Millionen US-Dollar pro Monat allein für die Kämpfer. Jetzt können Sie es ausrechnen, wie viel Geld hat der Islamische Staat noch zur Verfügung, um seine Kämpfer zu finanzieren. Das sind etwa 100 Monate, also 4 Jahre dauert das Ganze noch. Dann muss er entweder neues Geld geschaffen haben oder er wird allein finanziell zusammenbrechen. Aber das dauert noch etwas, bis das passiert. Und der Schmuggel, den zu unterbinden, allein genügt nicht, um das zu machen. Die Machtexekutive durch die Aufsicht und direkte Kontrolle ist gegeben, wobei der Islamische Staat eben ein personales System darstellt. Es ist kein abstrakter Staat, meine Damen und Herren. Es ist also nicht vorstellbar mit irgendetwas, was Sie als Staat kennen. Es ist ein sogenannter personaler Staat. Das heißt, er existiert nur in dem Moment, wo jemand vom Islamischen Staat auch da ist, wo er physisch präsent ist, mit dem Gewehr oder mit seiner Waffe jemanden zwingen kann, eine Leistung zu erbringen, beispielsweise eine Steuer zu zahlen oder regelrecht Auto zu fahren, keine Musik zu hören, was weiß ich, was da alles zugehört. Das heißt, diese personale Aufsicht ist ungeheuer wichtig, weil wir damit diese direkte Gewalt haben, vor der sich die Bevölkerung ungeheuer schwer schützen kann, weil sie unmittelbares Opfer dieser direkten Gewalt werden kann, auch wenn man selbst kein Kommandant ist. Und das ist natürlich der eigentliche Machtgewinn, den der Islamische Staat hat, da er alle Nichtangehörigen des Islamischen Staates zu Kombattanten erklärt, also zu Kämpfern erklärt, fühlt er sich legitimiert, jeden umzubringen, den er als solchen, als Nichtmitglied des Islamischen Staates erkennt. Und das schafft seine eigentliche Gewalt in der Sache. Damit komme ich zum Schluss und damit noch zu einer Frage, die wir vielleicht nachher dann noch im Gespräch diskutieren können. Die Frage bezieht sich dann darauf, welche Möglichkeiten bestehen denn dann, um diesem Krieg ein Ende zu bereiten? Wer sind die Akteure, die diesen Krieg tatsächlich auch beenden können? Dass dieser Krieg beendet werden muss, und zwar so bald wie möglich, erscheint mir angesichts der Diagnose, die wir jetzt auf zwei Ebenen angesprochen haben, zwingend. Und wenn der Westen es nicht schafft, hier mit einer Gestaltung einer Friedensordnung in Syrien zu gestalten, dann weiß ich nicht mehr, was der Westen ist. Weil dann der Westen eigentlich, der sich ja gerade sozusagen als Tradition versteht, wo eine Friedensordnung in den Gesellschaften mitgestiftet werden kann, sich nicht mehr begründen und sich nicht mehr plausibilisieren kann. Wir können gerne darüber sprechen, welche Chancen wir für Syrien in Zukunft sehen. Ich möchte das aber jetzt bei diesen Worten belassen und danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.